Hin und wieder ist es leider notwendig, dass wir Fotografen die Firmware unserer Ausrüstung updaten. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Firmware eurer Kamera updaten könnt. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr wieder aufgedreht habt. Ja, ich zeige euch heute, wie ihr Firmware eurer Kamera updaten könnt. Das geht ganz einfach und dauert auch keine 5 Minuten. Eigentlich müsst ihr nur zwei Punkte beachten. Zum einen dürft ihr während des Updates keine Knöpfe drücken und auch nicht das Speicherkartenetui öffnen. Zum anderen müsst ihr schauen, dass die Kamera immer Strom hat. Das heißt, die Akkus müssen voll aufgeladen sein oder zumindest voll genug. Und ihr dürft natürlich nicht das Akkufach öffnen. Stellt euch einfach vor, es wird eine Firmware durch die andere überschrieben und wenn ihr das jetzt unterbrecht, indem ihr die Kamera stromlos macht, sprich der Akku leer wird, dann kann das sein, dass die Kamera nicht mehr funktioniert. Ich habe zum Beispiel die EOS R bekommen, ganz neu, habe meinen Sender draufgehaut und habe ein paar Fotos gemacht und die Kamera ist nicht synchron mit dem Blitz geworden. Das dürfte die Kommunikation gewesen sein zwischen Kamera und Sender. Ich habe dann ein Firmware-Update gemacht und damit war das Problem behoben. Deswegen empfehle ich euch, mindestens einmal im Jahr zu schauen, ob es neue Firmware-Updates gibt, damit solche Fehler eben vermieden werden. Ja, zuerst suchen wir uns den Link raus und laden uns die Firmware runter für die Kamera, die wir haben. In dem Fall ist es jetzt eine Canon-Kamera, das ist aber völlig wurscht. Meistens gibt es die Auswahl Windows oder Mac. In dem Fall, ich habe einen Windows-PC, deswegen lade ich mir die Software runter. Ja, einmal speichern. So, und dann einmal entpacken. Da sind dann meistens zwei Dateien drinnen. Einmal die Firmware-Datei und einmal noch ein PDF zum Nachlesen. Für uns ist die Firmware-Datei wichtig. Am besten kopieren wir uns die gleich. Und gehen auf die Speicherkarte. Bevor wir das auf die Speicherkarte kopieren, müssen wir die Speicherkarte noch formatieren, damit sie komplett leer ist. In der Regel dauert das auch nur ein paar Sekunden. Und dann können wir schon die Datei auf die Speicherkarte kopieren. Nur diese eine Datei, sonst nichts. Thank you.
So, jetzt seid ihr Spezialisten, wenn es um das Firmware-Update eurer Kamera geht. Ihr habt gesehen, es ist nicht viel dazu notwendig und es dauert auch gar nicht lange. Jeder kann das. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal Probleme mit einem Firmware-Update habt. Mich würde echt interessieren, was dann wirklich passiert. Also ob die Kamera dann echt hin ist oder ob es vielleicht irgendein ein Backup gibt oder so, ob man das wieder herstellen kann. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich.